bin ich wieder auf Werk. Bin ich nicht weit von Blakeney, wo ich vorher gewesen bin. Heute Ende März. Und das heißt Mill of Kintyre. Das ist, da hat es am Ende, ich sage es euch dann, wenn wir am Ende sind, und zuerst schauen, wie da überhaupt der Werk ist, ob das begehbar ist. Das ist schon ein paar der easy Guss, wie vorher. Aber es hat am Ende dort, ja, da kann man nicht laufen heute. Oh je, ja, da müssen wir den anderen gehen. Es gibt ja mehrere Wege. Alle Wege führen nach Rom. Sonst gehe ich immer da hin. Aber das ist im Moment in dem Fall nicht begehbar. Da gehen wir halt außerhalb, rundum. Das passt auch. Aber ja, da ist es so wunderschön. Der Werk ist ja seit vielen, vielen Jahren. Und das ist sehr beliebt, deshalb, weil da kann man viele Kilometer durch den Wald durchlaufen, am Fluss entlang. Normal laufe ich am Fluss entlang, aber das geht im Moment halt gerade nicht. Und ja, das ist ja so schön. Und ja, jetzt bin ich eben die letzten paar Wochen immer am Überlegen gewesen. Es ist ja so gewesen, wo ich vor vier Jahren bin ich auf Österreich zurückgegangen, wegen der Mama, und habe dann auch für meine österreichische Staatsbürgerschaft angesucht. Und als ich dann auch mich ein Jahr später gekriegt und habe jetzt über zwei Jahre, also beide Staatsbürgerschaft gehabt, aber in Österreich ist das ja nicht erlaubt, also außer spezielle Fälle, wie jetzt meine zwei Buben, wo da auf die Welt sind, und der Papa ist immer Österreicher geblieben, und dann haben sie automatisch auch die österreichische Staatsbürgerschaft haben dürfen. Aber sonst darf man es nicht. Und ja, jetzt bin ich an einem Zeitpunkt da gekommen, wo ich mich entscheiden haben müssen. Und ja, habe einfach nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Und ja, wenn man es dann wenn man sich nicht entscheiden kann, dann macht dann ab und zu mal das Universum die Entscheidung für uns. Und zwar ist es so gewesen, dass ich, tue ja überhaupt nicht gern, also Flüge ist für mich ein großes Problem. Ich habe fürchterliche Flugangst. Nachdem ich vor vielen Jahren mal eine Panikattacke hatte, wo ich einen ganz kurzen Flug gemacht habe, nur von Ottawa auf Prince Edward Island, und danach, ja, ist das immer ein kleines Problem gewesen, und seit den letzten drei Jahren bin ich eigentlich immer nur über Island geflogen, weil anyway habe ich nicht einen langen Flug gemacht, sondern ja, so gute 5 Stunden und dann 3,5 habe für Island auf Europa. Und das ist dann schon gegangen, mit dem habe ich leben können. Aber jetzt bin ich die letzten Jahre so viel mal hin und her geflogen, und habe einfach immer gedacht, nein, ich mag jetzt einfach nur mehr fliegen, wie lange. Ich möchte jetzt einfach einmal wieder irgendwo bodenständig sein. Und gestern Morgen haben wir dann im Fernsehen gehört, dass Wow Air bankrott gegangen ist. Und das ist die einzige Gesellschaft, wo im Winter von Montreal auf Island aufgeflogen ist. Sonst fliegt Island Air, aber die fliegen nur im Juni bis im September. Und so, nachdem ich das gehört habe, habe ich gewusst, ja, jetzt hat das Universum die Entscheidung für mich getroffen. Also in dem Fall Kanada, ich blieb in Kanada. Ich meine, es ist ja so, ich habe 5 Kinder da und 4 Enkelkinder. 3 und Step-Enkelkind, also Stief-Enkelkind, genau. Das hat sich ja schon überlegen müssen. Und ich habe jetzt 2 derner und so eine ist gerade auf die Welt gekommen. Aber naja, kann man nicht machen. Man kann nicht überall immer sehen und vor allem nicht, wenn man nicht so gern pflückt. Und ja, jetzt ist es einfach die Entscheidung, bleibe ich da in Carlton Place, wo ich jetzt gewesen bin, oder gehe ich in Nordaufe? Ja, in Nordaufe. Es gibt eine Insel, das ist ungefähr 7 Stunden von da, von Ottawa rauf. Und die heißt
Manitoulin Island. Und dort war ich vor 2013, im November, bin ich da oben gewesen und habe eine deutsche Familie besucht. Und das war also wirklich wunderschön. Es ist nicht eine bekannte Insel. Auf der Insel hat es eigentlich mehr Indianer als wir weiße Leute. Es ist sehr viele von denen dort oben. Aber das hat mich immer schon interessiert. Ich habe jetzt aber nie was damit gemacht. Und habe mir gedacht, ja, jetzt schauen wir mal. Vielleicht geht es dann jetzt in zwei Wochen dort rauf. Oder ich bleibe da. Na gut, auf das warten wir jetzt und ich sage es euch dann nachher.